Test, Test. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hallo. Ah, fantastisch, man hört mich gut. Bist du schon so gespannt, was ich bei Satisfactory gebaut habe? Dass du es kaum abwarten konntest. Jetzt mal aus, ob das hier so funktioniert. Und der hat wieder die Kamera nicht. Ich fasse es nicht. Ich verstehe es nicht. So ein. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht, warum. Keine Ahnung. Aber jetzt siehst du mal live quasi das Problem, was ich habe. Dass es nie richtig funktioniert. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist noch einfach diesen aktualisiert, okay. Unbekanntes Gerät, ja. Kann ich irgendwas drücken? Ne, passiert nichts. Stecke ich es rein, stecke ich es wieder raus. Das hat er also im Gerätemanager natürlich genommen, ist klar. Bildverarbeitungsprogramm. Ja, da ist er drin. Ich weiß auch nicht. So, und wie kriege ich dieses Mistding hier jetzt wieder dahin, da wo sie hin soll? Microsoft Camp Eigenschaften. Das ist klar, dass sie das nicht ist. Was hat das? Ich habe. Also ich musste den jetzt. Ach so, warte mal, jetzt der Ton auch anders, ne? Oder? Oder ist der Ton auch so wie vorher? Schneeflocke. Ich muss ja kurz mal gucken. Sounds. Lautsprecher, nö. Keramik, was? So, und Mikrofon ist das. Ja, jetzt hat er natürlich ein zweites Mal. Nee. Nee, nee. Ich sehe gerade. Mikrofoncam. Warte mal, wenn ich die jetzt hier mute.
So, jetzt müsstet ihr mich immer noch hören, ne? Die Cam kann ich hier auf muten, was auch immer. So, Ton müsste der hier sein, oder? War wahrscheinlich gerade sehr laut, aber es muss halt so sein. Weiß auch nicht, warum das mit der Kamera mal so ist, ne? Okay, nochmal das. Deaktivierte Geräte nicht anzeigen, getrennte auch nicht. Fantastisch. Okay. Sollte passen, oder? Bestimmt. Ich würde sagen, wir schnacken hier gar nicht lange. Wir wechseln rüber. Ah, der hat die Kamera da gerade direkt übernommen, ne? Nur das Bild nicht. Doch, hat er. Oder lass mal die Musik an. Weiß nicht. Wollen wir? Wollen wir? Wir hatten hier, glaube ich, die Musik eh ausgestellt, ne? Optionen, Audio. Ja, die Musik haben wir ja ausgestellt. Ich wollte mal kurz was gucken. Erstbelebung und wechseln zwischen Fotomodus. Nein. Doppel Special Thumb Mouse Button. Aha. Okay. Dann machen wir Musik hier wieder an, ne? Diese wunderbare, chillige Musik. Fortsetzen. Ja, ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe am Lager ein bisschen gearbeitet und. Es ist tatsächlich ein bisschen weitergegangen. Es ist sehr aufwendig. Es wird noch sehr, sehr aufwendig, ja. Ja, aber ich brauche dort keine Inventur machen. Ich glaube, wenn ich noch einen Tag lang diesen Jahres Inventur machen müsste, würde ich, glaube ich, mich erschießen. So, was ist jetzt hier? So. Ja, Cedric, was machst du denn? Was treibst du denn? Hier habe ich schon mal die Lagerplätze hier schon mal hingemacht und habe hier auch schon mal die ganzen Leitungen gelegt. Ah, vielleicht schon müde, ne? Ja, aber ein bisschen machen wir. Und ich habe sogar schon angefangen, so einen kleinen. Also ich habe da schon die Lagerräume habe ich schon fertig gemacht. Szenen einrichten. Ah. Ja, und oh, da kam gerade ein Geschenk runter. Sieht schon ganz cool aus, so, ne? Ja, hier ist so ein kleiner Wartungsraum. Da habe ich dann auch kleine Beschriftung dran gemacht, ne? Lagercontainer. Geht es dann runter. Hier habe ich einmal Lagercontainer. Die kann man da nur denn. Damit man hier direkt rausgucken kann. So. Und hier natürlich mit Beleuchtung. Das Beleuchtungssystem funktioniert soweit ganz gut. Hier geht's rein und raus. Natürlich Wartungszugang. Und hier sind dann halt die Lagerräume bzw. Lagerplätze. Ne? Und hier muss ich noch natürlich nach. Ich hab nicht alles gemacht, scheinbar. Ne? Hier nicht. Hier auch nicht. Ne, die Reihe hatte ich noch nicht fertig gemacht. Okay. Ja, hier kommt jetzt das Förderband hin. Und dann natürlich ganz, 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 ganz viele Containers. Aber ich würde sagen, die machen wir. Das mache ich offscreen, ne? Würde ich sagen. Und du richtest also neue Szenen ein, okay? Was für Szenen, wenn ich fragen darf? Das ist ganz schön hell, ne? Gut, geht auch. Okay, hier haben wir. Okay. Na, dann geht das Ganze quasi. So. Ja, nach Weihnachten wird es so sein, dass ich am 1. Weihnachtsfeiertag abends wahrscheinlich
Hier bin. Ja, und dann mal gucken, ne? Gleich muss noch das Türchen geöffnet werden. Und dann hoffentlich noch das 24. Türchen. Da bin ich mal gespannt, was es da so Feines gibt. Ne, das war falsch. So. Was mit der Kamera, das ist echt ein bisschen bescheiden. Nur die Frage, woran es liegt, an der Kamera oder an was anderem? So. Ne? Ich denke, das sieht schon ganz anständig aus. So, dann gucken wir mal hier hinten. Der Fußboden. Sieht ein bisschen aus wie im Knast, aber geht. Die Beleuchtung für den Fußboden können wir auch machen, und zwar, wenn wir durch den Wartungszugang hier hochgehen und da den Strom abzwacken. Und zwar wo holen wir uns den Strom her? Zum richtigen Strommast? So könnte man das machen. Dann könnte man hier die Leitung drüber legen. Hier von dort ne nehmen. Ja. Und dann hier runter gehen. Und mal gucken, wo wir da hingehen. Diese Höhe und dann hier, ne? Ach so, das hier geht natürlich nicht. Aber das. Genau, und schon haben sie auch Licht. Die guten. Die guten Lämmchen. Natürlich erstmal provisorisch. Zack. Genau. Oh, sieht ganz cool aus, ne? Mit dem Schein, was hier so aus dem Gang rauskommt. Zack. Verrückt. So, ja, wie gesagt, den Rest mache ich dann hier offscreen. Da kann man dann so reingucken. Hier haben wir die Lampen. Okay, das können wir eigentlich noch machen. Und der verwirft schon wieder eine ganze Menge übersprungene Frames. Merkwürdig. Internet so schlecht heute oder wie?
Ah, das ist doch falsch. Und dann machen wir die hier weg. Und die hier auch. Jetzt fucken wir den direkt so ab, ne? Viel besser. Und es werden immer mehr und ich weiß nicht wieso. Übersprungene Frames durch Codierungsverzögerung. Was macht der denn hier im Hintergrund? Schon wieder, ne? So, na, der hier liegt der Gang und... Jetzt müssten eigentlich alle Licht haben. Und das ist schon wieder hier. Deutschland. Ja, warte mal. Was an den immensen Kisten kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe ja so. Das können wir mal ausprobieren. Hier komme ich ja nicht durch. Weil ich habe ja so keine Probleme im Spiel. Ne, hier ist jetzt auch gerade rot geworden. Keine Ahnung, das liegt an OBS. Ja, das ist jetzt ganz schrecklich. Aber was passt mit OBS, würde ich sagen, nicht. So, jetzt hier auf dem Kontrollmonitor sehe ich, wie das Bild, wie sich die Bewegung hier ruckelhaft bewegt, aber bei mir ist halt kein Problem. Ich sehe hier, also gerade sehe ich das hier, dieser Zweig, der fliegt hier ganz normal vorbei. Und im Bild immens, ne? Was ist denn hier im Hintergrund? Nichts erkennbar. Ich probiere was aus. Ob jetzt eine Besserung da ist? Nee.
2 FPS, okay. Der ist auch gerade wieder rot. Übersprungen falls durch Codierungsverzögerung. Probieren wir mal aus. Ist es jetzt besser? Ich würde sagen, ja. Ich glaube, das lag an der Musik. Ah, keine Lampe steht. Oh nein. Die 10 bauen so, ne? Ich will doch da nur durch. So. Was ist hier los? Warum ist es dunkel? Das sollte das Problem gelöst haben.
Und zu deinem Vorschlag, den du gesagt oder deine Idee, die du da hattest, das ist an den wenn es Mengen an Kisten bzw. beweglichen Teilen liegt, kann ich mir nicht vorstellen. Bei anderen gibt es auch keine Probleme. So. Okay, hier haben wir das und hier haben wir das, ne? Ja. Dann haben alle zumindest schon mal Licht. Alle Gänge. Also bis auf die Hauptgänge hier. Da muss ich nur. Weiß? Warum weiß? So. Alles in Grün. Kann schon hier ein paar schöne Spielereien machen. Warte mal. So, wir wollen aber nicht grün. Ich möchte normale Farbe. Ja. Und den Rest mache ich dann halt, wie gesagt, offscreen und dann fliegen wir mal zum Adventskalender. Was sagen die Coupons? 11, okay. What? Hier kommen keine Turbodrahtrollen mehr an. Sind jetzt schon alle oder wie? So, woran liegt es denn jetzt hier?
Was? Ausgestellt, ja. Können wir gar nicht dran erinnern. Ah ja, doch bestimmt wegen dem hier, ne? Um das zu schreddern. Okay. Nein, das da möchte ich. Und dann Torwart. 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 Okay, und schon läuft er wie lang, ne? Perfekt. Perfekt. So, hat er jetzt nochmal geruckelt bisher? Nö, ne? Oder seither? Und alles voll mit Computer. Turbolader alle Leitung voll. Platin alle Leitung voll. Alles voll. Und so, hier möchte ich gerne mal das hier. Ja, so reicht das. So. Habe ich das Problem auch schon wieder gelöst, ne? So, was ist jetzt das nächste, worum es geht? Ach, die verschmolzenen Rahmen, ne? Hat der schon irgendwo eine Produktion gebaut? Glaube nicht. So, was war denn hier oben? Wurden die Alugehäuse gebaut. Die Alugehäuse sind runtergegangen und dann da hinten hingegangen. Okay, davon brauchen wir 200. 1, 2, 3, 4. Okay. Können wir also dahin bringen und das Türchen öffnen, ne? Okay, das Lager hier wird oh, einiges an Containern. 2, 4, 6, 8, 10, 11 Container, ne?
Mit Kunststoff. Das haben wir auch. Jetzt die Turbomotoren. Oh Gott. 100 Stück brauchen wir. Also brauchen wir 400 von diesen Dänern, ne? 200 Funkeinheiten, 400 Motoren und 2400 Gummi. Okay. Eigentlich gar nicht so schwierig. Die 23, da ist er. Ernsthaft, ein paar Zuckerstangen, na super. Und wo ist die 24? Ah, ich hab's ja gesehen. Speichern in 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt. Ups. So war es jetzt aber nicht geplant. In der Manufaktur oder an der Werkbank. Okay, an der Werkbank würde sogar gehen. 400 von den Kühlkörpern. Muss er noch Kühlkörper produzieren? Kühlsysteme so. Huch. Huch. So, er braucht die, kein Problem. Ja, schön entleeren den Stickstoff. So.
Und schon haben wir hier alles drinne. Und dann produziert er ganz, ganz entspannt hier jetzt seine Kühlsysteme. Für die Turbomotoren. So, Gummifunkeinheiten. Was brauchen wir für die Oszillatoren? Ton, Kabel, versteckte Platten. Funksteuereinheiten. Ein, dann kriegt man zwei. Und wir brauchen für die Turbomotoren brauchen wir 0. Achso. Okay, das heißt, wir brauchen da. Zwei brauchen wir, das heißt 100. Computer, 100 Oszillatoren und naja, 32 ist ja egal. Okay, Computer, was? Achso. 100 Computer. Wieder rot gewesen gerade. Glaube, das Beste ist wirklich, wenn ich das hier gleich ausmache. Und mal gucken, woran es denn liegt. Woran hat es denn gelegen? So, also 100, machen wir 150, komm. Vielleicht geht es ja nach Heiligabend besser. Mit Weihnachtsmütze natürlich. Na, gerade hakt es auch wieder. So. Die kann man da reinschmeißen. Was braucht man noch? Turbomotoren. Dafür braucht man die Funkeinheiten. Dafür brauchen wir zwei, drei. Okay, Oszillatoren. Vier Oszillatoren. Oszillatoren. 28 Kabel. Zwei. Von aber 200, ne? Und bei 200. Ah, nee, wir brauchen nur 100. 100, das heißt 50 produzieren, weil wir kriegen jedes Mal zwei raus. Sind dann 1400, oder? Was war das jetzt? Ach, verdammt, ey. Oszillatoren. Also, wir brauchen ein Stück. Das heißt, wir brauchen davon. Was rechne ich denn da überhaupt?
Versuche einfach mal welche so in der Hand zu bauen. Das könnte ganz gut funktionieren. Ah ja, kein Strom. Ja, kein Strom, so ist das. Ich will hier runterfallen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann braucht man noch Kabel, ne? Ich sehe schon wieder orange. So. Waren da hinten, ne? Ja. Beim Kabelsalat. So, eins, zwei, drei. Mehr geht nicht, ne? Hier, die können weg. Sortieren. Zack. Und die verstärkten Platten, die haben wir sogar direkt hier, ne? Oder? Jo. Ah, was kann man da wegschmeißen? Die normalen Platten, ne? Und Beton, falls er fragt. So, dann suchen wir uns ein schönes Plätzchen, am besten da unten. So, wieder 32, weil ich nur zu wenig Kabel habe, ne? Na gut, dann bauen wir die halt erstmal so, ne? Ich sag, kann ich gleich noch was trinken? Ja. Dann heißt es jetzt natürlich warten. Und warten. Vor allem 14 Stunden.